Was geht ab, Leute? Wie versprochen, gibt es heute einmal ein fettes Unboxing-Video. Wie ihr hier schon seht, habe ich hier einen ganzen Haufen Pakete. Und zwar ergibt sich das manchmal einfach bei dem, was ich tue, dass man eine ganze Menge Pakete auf einmal bekommt. Aber natürlich fühlt sich das immer noch, man kennt es vielleicht, so an wie Weihnachten. Man wartet immer auf den Paketboten. Will ich zusammen mit euch auspacken, weil das aber ja schon fast unfair wäre, wenn ich euch dieses ganze Zeug hier zeige. Habe ich hier auch noch ein Paket extra für euch. Da habe ich einen ganzen Haufen geile Goodies zusammengepackt, die ihr gewinnen könnt, damit ich nicht der Einzige bin, der sich hier dran erfreuen kann. Wie das funktioniert, erfahrt ihr natürlich im Video. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir fangen erstmal mit etwas an, was ich mir selber für meinen Recovery-Prozess bestellt habe. Ist nicht gesponsert oder so, sondern dachte ich, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und zwar ein Paket von Prep. Ich packe es einfach mal aus. ProPilot nennt sich das Ding. So sieht es aus. Und zwar baut man hier einen Lenker rein und dann kann man das in verschiedenen Positionen auf dem Boden platzieren und darauf quasi balancieren und sich abstützen und Liegestütze und dergleichen trainieren, und zwar in genau der gleichen Position oder einer ziemlich ähnlichen Position, wie ihr es auch auf dem Fahrrad oder auf der Motocross-Maschine oder ähnliches macht, und dementsprechend genau die Muskelpartien trainieren. Und wir bauen mal kurz einfach einen Reverse-Lenker da ein und gucken, wie sich das anfühlt. So, das ist das gute Stück. So sieht es aus. Und jetzt kann man das quasi überall hin mitnehmen und ja, sich entsprechend aufs Radfahren, Motocrossfahren, was auch immer vorbereiten. Ich habe seit meiner Schulterverletzung noch nicht mal probiert, ob ich überhaupt wieder Liegestütze machen kann, weil es ja schon eine recht hohe Belastung auf die Schulter ist. Deswegen gucken wir mal erstmal, ob das überhaupt geht, bevor wir irgendwas mit dem Lenker machen. Das Gute ist, ich kann ja mit links noch relativ viel abfangen, aber gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Okay. Also zumindest theoretisch möglich. Und jetzt geht es halt mit dem Ding hier. Die Feinsensorik in der Schulter und die allgemeine Belastung und so weiter zu trainieren, indem man das auf dem Boden platziert und ja, dementsprechend dann auch quasi die Balance übt und hält. Wo ich gerade jetzt schon merke, mit meiner Schulter, das wird ein bisschen schwer. Allein jetzt ohne die Liegestütze, einfach nur so balancieren, ist schon, ja, schon eine Übung an sich, weil das Ganze schon ziemlich wackelig ist. Ganz interessantes Tool, neues Trainingsgerät quasi, relativ simpel. So, nächstes Paket. So, und zwar ist das etwas, was ich schon seit Ewigkeiten gerne haben wollte eigentlich. Wollte ich schon vor über 2 Jahren gerne haben. Ja, und jetzt ist es soweit. Ist auch vielleicht ganz cool für euch in Zukunft. So, und zwar haben wir hier eine Drohne, und zwar die Mavic Air als Fly More Combo. Und zwar wollte ich schon ja seit Ewigkeiten gerne mal eine Drohne haben, auch um euch geilere Aufnahmen zu bieten und so weiter. Und bis jetzt habe ich immer nur mit den Drohnen von irgendwelchen Freunden und so gefilmt und wollte, wie gesagt, seit Ewigkeiten meine eigene haben. Hab's mir jetzt endlich mal bestellt und ich würde sagen, wir packen sie mal aus, gucken, was genau hier drin ist, und dann testen wir die auch gleich mal. So, schon mal mit Tasche, das wusste ich nicht, dass das dabei ist. Muss ich mich gleich mal reinfuchsen, muss ich ja jetzt nicht die ganzen Details zeigen. Fernbedienung, ganz wichtig, wo dann das Handy unten reinkommt. Tada, die Drohne selbst, ich habe sie mir jetzt in Arctic White bestellt. Und ja, muss ich gleich erstmal alles ausprobieren. Ich bin ja viel unterwegs, viele Locations, und ich hätte es schon immer geil gefunden, euch ein paar Aerial-Aufnahmen zu zeigen, gerade wenn man Spotchecks oder dergleichen macht oder neue Orte besucht oder in der Wüste ist oder sonst was. Habt ihr hoffentlich auch was von, wenn ich dann meine Videoqualität wieder ein bisschen upgraden kann dadurch, dann ist das ja schon gut. Es geht ja am Mittwoch nach China, ich hoffe, dass ich sie da schon zum Einsatz bringen kann. Und von da aus geht es auch direkt weiter. Und in China, die Location ist richtig krass. Ich kann euch hier schon mal ein paar Bilder einblenden, was da genau abgeht in China. Und zwar ist da ein Downhill-Rennen. Erzähle ich euch alles im nächsten oder übernächsten Video dann genau, was da abgeht. Aber ich denke, da können wir die direkt mal schon zum Einsatz bringen.
so viel zur Drohne. Ich hoffe dann demnächst in geileren Locations. Und da ist jetzt vielleicht auch mal eure Meinung so ein bisschen gefragt. Und zwar... ich hoffe, ihr habt da jetzt nicht reingeschnitten. Wie gesagt, kleines Paket. Und zwar müsste da was Stoffmäßiges drin sein. Und zwar, Leute... Das allererste Prototyp-Muster Red Gang Jerseys. Packen wir mal aus, probieren wir an. Wenn die Qualität geil ist, wenn die Optik mir gefällt und euch auch gefällt, dann werden die so in Produktion und in Serie gehen und werden dann auch demnächst für euch erhältlich sein. Wie ihr fast immer von meinen Klamotten kennt, sehr schlicht gehalten, was die Farbe angeht. Das heißt, keine krassen Farben da drin. Dafür ein geiler Verlauf von schwarz über weiß hin zu grau. Das ist die Front. Eingenähtem Bündchen. Im Everyday-Druck. Auf dem Ärmel. Ich packe das jetzt auch gerade zum ersten Mal aus. Ne? Also nur damit ihr Bescheid wisst. Ich sehe das gerade zum ersten Mal. Ganz wichtig war mir, dass halt eben das, der rechte Ärmel in schwarz endet. Weil die Handschuhe bei mir... die rechts mit schwarz beginnen und umgekehrt links sollte der Ärmel mit weiß enden, weil die Handschuhe links mit weiß beginnen und dann hat man dann so einen direkten Übergang. Ich ziehe mir das mal kurz an, gucke, wie die Passform ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Muster haltet, was ihr denkt. Ich ziehe es mal kurz über, damit ihr es seht. Das Jersey ist in Größe L. Das Problem ist, ich brauche mindestens XL normalerweise, deswegen ist es für mich ein bisschen kurz. Aber es ist ja nur das Muster, darum geht es ja erstmal nur grundsätzlich. Ansonsten finde ich es persönlich ziemlich geil, liegt gut an, aber das ist das erste Jersey und das wäre dann die gesamte Kombi mit den Handschuhen. Ride Free, Free Ride. Nächstes Paket, neuer Sponsor quasi am Start und zwar ein Haufen Ketten von KMC für all meine Räder. Komplett neue Gold Chains, alle in Gold. Wo ist der Trick? Wo ist der Trick, wenn man das scharf macht? Die berüchtigte Upsala Gold Chain. Sieht man das? Damit werde ich jetzt einmal alle meine Räder ausstatten. Das heißt, in Zukunft nur noch Iced Out Gold Chains. Und ja, wie gesagt, Enduro, Dirt Jump, BMX, Downhill. Lit, danke an dieser Stelle an KMC. Ich kriege auch, wahrscheinlich diese Woche, aber da werde ich schon unterwegs sein, noch was ganz Interessantes. Da machen wir aber noch ein anderes Video drauf. Das wird auch direkt wieder ein Bike-Build-Video. Und zwar, habe ich ja schon erwähnt, ist in diesen beiden Kartons, das erzähle ich jetzt einfach mal nur kurz, ein neues Dirt-Jump-Rad und zwar ein neues The Bruce-Rad. Aber das wird auch kein ganz normales Standardrad, deswegen kommt da diese Woche noch was. Deswegen würde ich sagen, lassen wir die beiden Kartons erstmal stehen. Ich sage euch einfach grob, was drin ist, und zwar Fahrradteile. Alle anderen Teile, bis auf ein ganz wichtiges Teil. Und das wichtige Teil wird auch wieder ein bisschen was Besonderes, in Anführungszeichen. Zeige ich euch dann in einem extra Bike-Build-Video. Und wir machen weiter. Wollen wir das Rad auspacken? Ja, jetzt habe ich schon gesagt, was drin ist. Jetzt packen wir das Große aus. Und zwar folgendes. Das Rad, was eigentlich damals kommen sollte, ist jetzt hier. Da ist das gute Stück. Ist es ein Rose Bike Backroad Gravel Bike. Das heißt, es ist kein reinrassiges Rennrad, sondern man kann damit auch gut über Schotterwege oder eher unwegsame Strecken fahren. Jetzt das richtige Rad. Ich würde sagen, wir stecken es mal kurz zusammen. Ihr wisst Bescheid. Ihr seid jetzt nicht enttäuscht, wenn ihr ein Mountainbike erwartet habt, aber wie gesagt, da kommt ja demnächst auch ein neues Rad und da nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Aber das ist das Rose Backroad Gravel Bike zum Trainieren. So, was haben wir noch übrig? Zwei Pakete, beziehungsweise drei, wenn man euer Giveaway-Paket bedenkt. Dickes Paket von TSG. Scheiße. Mehr als ich dachte. Fußbandagen, ganz wichtig. Dann habe ich mir einmal, speziell jetzt in Anbetracht meiner Schulterverletzung, dieses neue Modell bestellt. Und zwar ist das
Rückenprotektor, wie gesagt, wie gehabt. Schulterprotektor gab es so auch schon in der Kombination mit dem Rückenprotektor. Hier vorne ist noch ein bisschen Brustprotektor dran. Was Neues ist, dass hier zusätzlich so ein bisschen noch Hüftprotektoren dran sind und dass das Ganze einen Reißverschluss hat. Das ist der Tahoe Pro als Kurzarm. Und das ist ganz wichtig, weil ja, sonst kommt man aus den Dingern fast nicht mehr raus, wenn man schwitzt. Und der Reißverschluss erleichtert das natürlich um einiges. PSG-Socken. Knöchelschoner für Tailwhips, ganz wichtig. Gerade wenn ich wieder BMX fahren will. Genau, ich habe mir zum ersten Mal, ich trage sonst als Halbschale Helme eigentlich nur. Bisher habe ich nur den Evolution-Helm getragen. Und ja, ich habe mir jetzt zum ersten Mal hier diesen Kraken-Helm mitbestellt. So, dann haben wir noch zwei weitere Helme. Einmal den Scope Enduro-Helm, den ich sonst auch schon in Schwarz trage. Den habe ich mir allerdings nochmal in Weiß geordert. Ein weiterer Helm, auch ein Enduro-Helm. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Und zwar ist das der Sieg-Helm als Graphic Design mit schwarzem Schirm, weiß und hinten orange. Und ich würde sagen, den packen wir mal in euren Karton. Das heißt, der geht mit ins Giveaway. Den könnt ihr unter anderem gewinnen. Was noch, zeige ich euch gleich. Jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu eurem Giveaway. Beziehungsweise zu eurem Karton. Wie schon eben gesagt, der Helm. Ja, TSG Enduro Helm. Sieg Graphic Design. Den könnt ihr gewinnen. Ein komplettes Paar. Continental Trail King 2.4 Faltreifen in 27,5 Zoll. Ihr wisst Bescheid. Dann eine kleine Goodie Bag von Reverse unter anderem. Da ist dann noch ein Mudguard drin, Untersetzer, diverse Sticker von Reverse, sowie als auch ein Red Gang Sticker Set mit Autogrammkarte. Dann habe ich hier zwei Cappies, einmal von Forn und einmal von den Audi 9s, von dem Audi 9s Event. Und einmal von vorn, auch alles brandneu. Und dann noch einen Pullover, der ist allerdings Größe XL, auch von vorn. Sowie als auch ein T-Shirt, auch Größe XL, auch von vorn. Das alles in diesem Paket. Goodie Bag von Reverse und ein Helm. Also ich denke, ihr habt dann auch gut was davon. Alles, was ihr tun müsst, wie immer, ist einfach nur Video liken, abonnieren und kommentieren, warum ihr genau dieses Paket braucht. Ich denke, am ehesten für einen Endurofahrer, für einen Endurofahrer interessant, weil Enduro-Reifen, Enduro-Helm. Ja, dementsprechend wünsche ich euch viel Glück. Zur Auflösung, Leute, wie immer, bevor wieder die Frage kommt, wann wurde das Gewinnspiel aufgelöst? Ich mache das immer innerhalb der Kommentare, das heißt, ich antworte einfach auf den Gewinnerkommentar und sage demjenigen, dass er gewonnen hat, und dann weiß derjenige Bescheid. Ich werde das nicht in einem zukünftigen Video auflösen. Das habe ich bis jetzt immer so gemacht. Alle vorherigen Giveaways sind auch schon aufgelöst dementsprechend. Jetzt habt ihr die Chance. Ich wünsche euch viel Glück, Leute. Und ich würde sagen, das war's aus dem Video. Und dann sehen wir uns nächste Woche in China. Vielleicht vorher noch ein weiteres Video aus Deutschland. Bis dahin, Leute. Wie gesagt, Like da lassen, Abo nicht vergessen. Habt eine gute Zeit. Peace.